So, das ist jetzt der Moorblumentopf. Blumentopfkorb. Balkonblumenkorbtopf. Wie nennt man das denn? Den ich mir gebaut habe. Ein Moorkübel. Moorkübelblumentopf. Balkonding. So. Also ist natürlich mit Wasserspeicher. Nur mit den umgedrehten Joghurtbechern. Hier ist das Ablaufloch. Und natürlich die Wasserstandsanzeige. Die jetzt im Moment knapp unter dem schwarzen Strich steht. Sehr gut, sehr gut. Damit ist es voll. Da kann ich nachfüllen. Und so sieht er nochmal aus. Und die Schlauchpflanzen sind unglaublich erfolgreich. Es ist eine Lust, dem zuzugucken.